So, nachdem ich mich jetzt dazu begeben habe, doch selber den Feuermelder auszumachen, weil das war, was meine Eltern wollten. Denn es fing der Rauch und der Rauchmelder ging los. Was ich aber jetzt gar nicht wahrgenommen hatte, und gerade als ich Pause gemacht habe und aufgehört habe zu brabbeln, habe ich gemerkt, dass im Hintergrund was piepst und hat den Feuermelder eben ausgemacht. Und jetzt bin ich wieder da. Mach aber erstmal, bevor es weitergeht, einen Save. Und zwar mit Save State 2. So. Und weiter geht's. Give me some gum now. I will take care of everything. Fuck? Ein riesiger Penis mit zwei Hoden. Oder so. Oder Lapras, ich weiß es nicht. Ja, du Arsch, bleib bloß nicht hier. Ey, Tess ist aber auch so. Ja, ich bin glücklich. Du mit dem. Ich stehe auf dem riesigen schwimmenden Hoden. Und die anderen scheint gar nicht zu interessieren, dass das Nest jetzt auch auftaucht. Aber finde ich irgendwie süß. So, tschüss. Ist mir egal, ob der die ganze Zeit campt und die ganze Zeit nach mir sucht. Ich bringe jetzt einen Affen und einen Tim irgendwo hin. Und um es kurz zu halten, ich bringe eben zwei Affen runter. Sind das die Nippel vom Affen? Oh mein Gott, das sind die Nippel vom Affen da. Wer kam auf die Idee? Moment, 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 Moment. Was dieser Affe braucht, sind noch Nippel. So, nach dieser epischen Musik. Komm mit, Affe, ich brauch dich noch. Dankeschön, du komisches Vieh. Tauche wieder ab. Bis dann. So, wir gehen weiter. Wenn ich mich gleich steuern kann. Na also, sobald der Affe rumspackt, wissen wir haben es richtig gemacht. Irgendwie sieht der Affe aus wie ein Teletubby, oder? Just saying. Ach du Scheiße. Let's save Earthbound. Hallo, du Drecksvieh. Reibst du dein Gesicht an der Tanne? Ja, mach mal schön weiter. Ah, damit! Jesus Christ, that was close. You engaged, wie noch immer. Die sieht irgendwie nicht sehr freundlich aus, so nach dem Motto. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Bubble Monkey. Ich finde, so sollte sich eine Band nennen. So, 40 Schaden hat er jetzt ausgehalten, oder? Boah, kann der mal aufhören, mir so monstermäßig viel Schaden zu machen? So, 60 Schaden, ist das 60 Schaden ungefähr um den Zeitraum. Irgendwas ist schon 40 und 60 halt aus. Gut zu wissen. Eine Höhle, brauche ich dafür Blitz, um sie zu erleuchten? Oh, fuck you! I could just walk over there. Follow the yellow brick road. Anyway. This dungeon has no entrance fee. Come on in! Scheiße, ein Dungeon. Und ich habe wieder keinen Pencil Eraser. Na super. Welcome to my modest dungeon. Brick Road. Oh, I get it. Brick Road. A fucking drunken mouse again. Aber ich glaube, ich bin viel zu schwach, um die zu kriegen. Egal. Komm her. Zeig mir, was du unter deinem Päckchen hast, du geile Maus. Rowdy Maus. Und das Ding für 2500 hätten wir eh nie gekriegt. Ich hab keine Ahnung, ob das irgendwie gut gewesen wäre, das zu haben oder so. What? You're kidding. Ich wusste, dass sowas kommt. Ich hab's gewusst, wir dürfen das für dich so hart verkacken. Komm her. Aber der hat uns doch dreimal die Monster-Attacke gemacht. Da zieht er uns eine Ei mit ab. Wenn man damit 25. Ich kann mich ja nicht mal selber heilen, außer mit den Items, die ich habe. Und 1 HP of Damage ist gar nichts. Stimmt doch einfach. Deswegen habe ich extra vor dem gespeichert. Weil ich ja mindestens 20 rein will. Na komm. Komm, fick dich doch. Ja, 16. Ich werde jetzt nicht speichern.
Ich werde versuchen, da reinzugehen, dieser Maus in den Arsch zu treten. Vielleicht hat die irgendwas zu heilen oder irgendwas Cooles. Komm mit Affe. Wir killen diese Maus. Und es kann nicht sein, dass die Maus einen Menschen oder einen Affen umbringt. Fucking hell. Genau, ich wollte noch ein bisschen näher darauf eingehen. Ja, sobald die Rowdy Maus gekillt ist, mit 2 HP kommen wir nicht weit. Seriously. Ja, ich weiß. Wenn ich jetzt nicht irgendwie komplett geheilt werde, schaffe ich das nicht bis zum nächsten Gegner. Oh mein Gott, so viel dazu. Der muss ein Bird runter. Bitte, komm her zu mir. Komm her. Du bist eingesperrt, ich merke das schon. Sobald ich weggehe, bist du aber auch weg. Cruel World. Ich hoffe, ich treffe noch einen anderen. A fucking Duck. Ich kann eigentlich schon laden. Kriege ich eh nicht hin. Mad Duck. More like Mad Damon. I'm just saying. Nice. Also, wo war ich? Genau, mit Virtual Dub habe ich so viel eingestellt, dann lief irgendwann das Bild flüssig, dann habe ich versucht Audio dazu zu hauen und dann hat es geleckt wie die Hölle. Ehrlich, wie die scheiß Hölle hat es geleckt. Und ich war frustriert am Ende. Es ging mit Uliad nicht, es ging mit Virtual Dub nicht wirklich. Ich habe 1000 Tutorials gemacht, habe es einfach nicht zum Laufen gekriegt und als ich aber versucht habe aufzunehmen, war die Testdatei pro Minute, ich glaube, ein Viertel Gigabyte groß oder so. Und dann kann man bei 15 Minuten Part zu uppen mit 5 GB, weil dann ewig hätte es ein laufendes Geschenk. You're kidding me. Es gibt auch laufende Geschenke, ne? Ein Insektizidenspray. Und das wäre echt scheiße gewesen. Und ich habe jetzt mich im Let's Play Forum angemeldet. Und da mal ein paar andere Leute angefragt. Ich weiß, dass du mich angreifen willst. Mal ein paar andere Leute gefragt, die mit den Programmen Worthless Protoplasma ist wahrscheinlich so ein Ditto-mäßig, die davon Ahnung haben. Und hab 2 Tipps bekommen. Und der eine davon, den fand ich ziemlich cool. Es gibt nämlich, der Kin-Schneider-Adapter hat in meine Soundkarte nicht reingepasst. Es gibt einen anderen Adapter, womit ich den Sound auf die Soundkarte übertragen kann. Und mit der richtigen Einstellung spielt er dann den Sound ab auf meinem PC. Was ich dann einfach mit Stereo-Mix aufnehmen kann. Also mit Panax, Stereo-Mix und Mikrofon gleichzeitig. Rechts oder links? Rechts. Und, das wäre ziemlich cool. Vor allen Dingen hat Uliad Vorschau-Modus, da leckt es nicht. Ich krieg nur bloß den Zaun nicht rein, ich kann von Uliad selber nicht aufnehmen. Aber ich kann ja einfach Fraps über Uliad legen, quasi. Dass ich sage, Uliad ist quasi wie ein Emulator für mich, der das Ganze abspielt. Und den Fraps nehme ich dann nur auf. Watch for falling materials. You are fucking kidding me. Was ist das bitte für ein Dungeon? Das ist eher ein Labyrinth. Success! Du hast gespeichert! Wieso machst du jetzt hier ein Foto? Bist du behindert? Ich ahne Schlimmes. Wenn jetzt das runterfällt, wär's schon witzig. Ich will die Bilder echt sehen. Das wär so cool. Warum auch immer ich hier ins gemacht krieg. Komm her, scheiß Ente. Stirb! Und ich merke, ich brabbel die ganze Zeit und komme trotzdem ganz gut durch. Ich habe mir den Kampf mit der Ente gar nicht angeschaut, sondern einfach nur immer auf Bestätigen gedrückt. Und ich kam durch. Weil die Ente ist anscheinend noch hilfloser als wir. Ja, ist mir egal, ob ich Psi benutzen kann oder nicht. Das ist auch wieder so. Ey, wieso haben Enten immer diesen Bezug zu Psi? Bei Pokémon auch. Enton und Entoron waren pupsnormale Enten, aber konnten Psi benutzen. Ist echt witzig, die ganzen Parallelen. Ich weiß, es hat nichts miteinander direkt, also es ist, das eine baut ja auf das andere auf, aber ich finde, dass die aus Earthbound viel für Pokémon nicht abgeguckt haben, das nicht. Ich meine, es ist auch von Nintendo. Aber die haben sich viele Ideen davon auch wieder genommen, sag ich mal, oder weiterentwickelt und so. Und ich finde die Parallelen einfach viel sehr interessant.
Deswegen werde ich noch öfter Pokémon anmerken, aber lass euch davon nicht stören. Setting up situation. Oh, bitte still. Became tame. Du bist mittlerweile schon Level 6, das gefällt mir. Das Level hier geht ganz gut. Ich speichere lieber mal öfter. Lieber zu oft als zu wenig. Check. Das wollte ich nicht. Ich wollte Stannis. Noch 78. Okay. Aber wir sind auch so bald hier durch, oder? Rowdy Mouse. Ein Geschenk? Hatten wir das nicht? Ich will es jetzt nicht heraufbeschwören. Ah, deswegen. Ich sollte jetzt anfangen, die Texte zu lesen. Ich hab's nicht gelesen, hab gleichzeitig gebrabbelt und dann nicht gemerkt, was das war. Wollen wir einfach mal machen das Brot und gehen weiter. Und ich bin froh, dass die Gegner. Ich dachte, der mit Spiel leckt. Hello, it's your day. Tims Vater ruft an. Nein. Elendes. So, it isn't Ness. Oh well, it's okay anyway. What the fuck? Woher hat Ness Vater die Telefonnummer von Tim? Ich will's gar nicht wissen. Aber witziger Zwischenfall. Und da zeigt sich nochmal, dass Nintendo diese... Hat der eine grüne Nase, der Affe? What the fuck? Die Politik von Nintendo. Von wegen, ja, Kinder schon spielen und so. Ein Telefon in einer Höhle. Sense, where is you? Ich weiß, heißt, where are you? So stupid, Rowdy Mouse. Wieso hat jeder dieser Scheißhöhle eine höhere Geschwindigkeit als Tim? Nun ja, die Frage ist self-explanatory. So. Weiter geht's. Das Präsent will ich aber mitnehmen, wofür ich glaube ich wieder mal keinen Platz habe. Ich weiß, Affe. Was ist drin? Lohnt es sich? Stun Gun? Also für eine Waffe werfe ich gerne was aus dem Inventar. Was ist denn das Broken Iron Help? That genius Tim should be able to fix it sometime. Dann behalten wir es, würde ich mal sagen. Broken Air Gun, Defense Spray, Ruler, Protector, Boiled Egg? Ja, komm, nutzen. There was a stun gun inside. Tim takes it. Das können wir wahrscheinlich direkt ausrüsten. Equip. Stun Gun. Auf 31, sehr gut. Können wir noch was equip? Nein. Und nein. Tja, schade. Weiter geht's. Du, wir rennen durch die Höhle. Rennen zu dem Telefon. Rennen zu dem Telefon. Was steht auf diesem Schild? Way to go. Please come again. Brick Road. Sehr gut. Das war das ganze Dungeon. Wen können wir anrufen? No problems here. Ich will wen anrufen. Hello, hello. Maxwell Labs here. Speichern. Machen wir einfach mal. Nein. Continue. Ich hasse es, wenn ich auf Beenden gehe, weil ich dann aber die Arschkarte habe. Weil das ein Emulator ist. Zack. Ich schätze, es ist Endboss. Was es mit diesem Brick auf sich hat. Ja, wir können den Part beenden. Was es mit diesem Brick auf sich hat. Erfahrt ihr im nächsten Part. Das müsste, wenn ich richtig gerechnet und in Mathe aufgepasst habe, 29 sein. Also bis gleich, Leute.